die Särge verlassen, die St. Lamberti-Kirche, vorangetragen, wenn die Grenze vor allen Dingen der Bundesregierung, vorne glaube ich, den Kanzler, den Kranz der Kanzlerin erkannt zu haben, Grenze aus der Region, aus dem Bataillon. Es gab aber auch einen Kranz der afghanischen Regierung, der dort vor dem Gottesdienst bereits abgelegt worden war, so wie auch die Kanzlerin erinnert hat an die 6 afghanischen Soldaten, die kurz nach dem Tod der 3 Deutschen ums Leben kamen, weil sie irrtümlich von einer Bundeswehreinheit für Taliban gehalten worden waren. Bestandteile eines jeden Begräbnisses.